Einen wunderschönen guten Tag, ihr lieben Schmelzhasen. Wir sind heute in Braunschweig bei der Recyclingfabrik. Hinter der Kamera ist der wunderbar charmante Hera. Hallöchen. Und ich habe jede Menge PLA-Reste dabei, die wir uns heute mal bei der Recyclingfabrik abladen werden und dann schauen, was sie da draus machen, nämlich neues Filament. Und ich würde sagen, wir gehen mal rüber. Machen wir das Material raus. Und so. Upsa. Das ist richtig leer da hinten. Boah, Alter, fällt das so schwer. Ja. Hi, willkommen. Hi. Schön, dass ihr hier bist. Du hast mir was mitgebracht. Genau, ein bisschen PLA. Ich weiß nicht, wie viel es sind. Ich schätze mal 4 Kilo. Ja, dann und lass uns das doch gleich mal wiegen. Okay, gerne. Noch mit. Wir haben noch ein paar Rollen mit dabei. Ja. Genau, hier ist jetzt alles ein bisschen eng. Hier ist unser Eingangsbereich. Wir sind gerade dabei, ja, alles ein bisschen abzuarbeiten, weil wir ziemlich viele Pakete bekommen haben, die wir nicht wegarbeiten konnten. Ja, das heißt also, hier kommt normalerweise das rein, was von den Kunden kommt, genau, was die euch zuschicken. Das hier sind jetzt gerade noch wegen, da hängen wir hinterher. Wir haben jetzt eine neue Software entwickelt, die ist heute tatsächlich sogar im Testen. Okay. Und genau, hier lagern normalerweise alle Pakete, die bei uns reinkommen. Kommen dann auch so große Pakete von ganz normalen Kunden oder ist das jetzt schon Firmenkunde oder so? Okay. Nee, das ist auch Firmenkunde. Wir haben ca. ich glaube 30% Firmenkunden, die teilweise so große Pakete oder eben auch auf Palette anliefern. Okay, und wie viel bekommt ihr da so am Tag rein an Material? Das sieht ja jetzt schon ziemlich viel aus, was ihr da habt. Ja, das ist noch viel mehr, das sehen wir gleich. Okay. Wir verarbeiten momentan im Monat ungefähr bis zu 3 Tonnen. Okay, und alles nur PLA und PETG? Ja, wir sortieren das dann alles ja nach Farbe. Ja. Das machen wir allerdings nicht mehr selber, sondern mit in Zusammenarbeit mit dem Behindertenwerk hier in Braunschweig, die das dann auf Paletten abholen, sortieren und dann wieder herbringen. Okay. Genau, die haben sich da regelrecht drum gestritten, dass sie das machen wollen. Das ist super für Menschen, die halt nicht lesen oder schreiben können, nach Farbe sortieren. Die sind da sehr glücklich mit. Ja, super. Und wir sind froh, dass wir da Hilfe bekommen. Aber sortiert ihr das dann auch nach Material nochmal separat? Also, dass man zum Beispiel als Benutzer sagen kann oder als Kunde sagen kann, okay, ich schmeiße euch alles in einen Sack und dass es dann hierher kommt und ihr klabustert das auseinander? Genau, das können wir auseinander klabustern. Die meisten Sendungen, 95% ungefähr, sind schon vorsortiert nach PLA und PETG. Ist ja auch so dieses Punktesystem, damit man mehr Punkte bekommt, je besser man sortiert. Wir prüfen das dann stichprobenartig, ob das wirklich sortiert ist oder nicht. Und ansonsten muss man aber nicht nach Farbe sortieren oder so. Also das ist freiwillig. Es gibt aber allerdings auch extra Punkte, wenn man das macht. Also dann kriegt man noch so einen Faktor oben drauf und man bekommt nochmal ein paar mehr Punkte. Okay. Dann war auch eine Frage, kann man noch Silky-Materialien oder Glitzer-Materialien, was weiß ich, oder jetzt der neueste Kram ist halt PLA-CF, also mit Carbonfasern. Ja. Kann man die bei euch auch einfach in die Tonne reinschmeißen, dass ihr das dann mitverarbeitet oder sortiert ihr das einfach aus? Wir sortieren bestimmte Sachen aus, wie zum Beispiel PLA mit Holzfasern drin, das PLA mit Silk, das geht einfach in der Menge unter. Ja. Wir haben so Chargengrößen von 400, 500 Kilo, wenn da jetzt ein Bauteil mit Silk drin ist. Also Silk ist wirklich wenig Material, was wir zurückbekommen. Sehen wir gleich auch, dann kriegen wir mal so einen Eindruck für Größen überhaupt, weil wir haben nicht so kleine Bottiche, sondern das sind schon Big Bags auf Palette. Ja. Wir haben große Kisten, wo wir das Material eben drin handeln. Und sowas wie PLA-CF oder PETG-CF wird zum Teil auch aussortiert. Man kann das uns auch einschicken, gerne auch irgendwie nochmal separat, dass wir da immer so ein bisschen zum Testen haben, um das vielleicht auch mal für sich zu recyceln, um das dann anbieten zu können. Okay, ja, hier sind wir in unserem Lager- und Logistikzentrum. Wir sind gerade ein bisschen am Umbauen. Ja. Unsere Einsendungen sind auch gerade pausiert, weil wir einfach keine Lagerfläche mehr hatten. Und wir bauen jetzt hier gerade neue Lagerregale auf, damit wir die Anzahl an Bestellungen abwickeln können. Hier kommt dann der Aufzug hoch mit den Granulaten oder auch mit den DHL-Wegen, die dann rausgehen. Das heißt, der kommt direkt von unten, wo wir gerade eben waren, kommt der hoch und dann... Genau, oder beziehungsweise geht dann mit Paketen wieder runter.
Und genau, so können wir dann hier oben alles abwickeln. Ja, sehr cool. Und ja, das hier ist quasi ganz neu aufgebaut. Das hat noch keiner gesehen. Okay. Yay. wo jetzt hier die Pakete stehen, wo dann jetzt neu gepackt wird. Mhm. Das Regal da ist auch noch leer, das ist auch noch leer. Wo dann eben auch die Ware für den Versand bereitgestellt wird. Ja. Genau, aufgeteilt dann eben in die normalen Spulenware als auch die Refills. Ja. Und die großen Spulen habt ihr auch geholt? Genau, als auch die großen Spulen. Ich habe sogar gefragt, welcher Anbieter bietet denn entsprechend 2 Kilo Spulen und mehr an, weil es halt immer mehr Leute gibt, die sagen, okay, mit den neuen Druckern haue ich so viel Material raus, das ist halt, ja. Ja, cool. Ja, wir merken auf jeden Fall auch, dass das mehr wird. Wir haben ja in unserem Shop auch so Filament-Bundles, also dass man bestimmte Farben, wenn man die kauft, günstiger bekommt. Ja. Und das haben wir jetzt bei den großen Spulen auch gemacht, weil das nachgefragt wurde und es wird halt von den Kunden gut angenommen. Dann kaufen die sich halt 3-mal irgendeine große Spule. Ja, denke ich mir, statt halt irgendwie 6 oder mehr von den kleinen. Ja, denke ich mir, Gut, das Geile ist halt interessant, wenn man die Refills hat, ja, dass man dann sagt, okay, man hat so eine Spule und braucht nicht die großen nochmal, aber wenn ihr die eh nochmal zurückkriegen könnt, nehmt ihr auch die großen Spulen? Die nehmen wir auch mit zurück, sehen wir auch gleich. Und jetzt kommt da meine Kollegin gerade mit einem Wagen mit Spulen an, die wird auch gerne gefilmt, das ist in Ordnung. Okay, ja. Ja, cool. Genau. Ja, das wird dann immer direkt aus der Produktion eingelagert und dann, wenn die Bestellungen morgens gepackt werden, dann ja, gehen am gleichen Tag die Pakete immer noch wieder raus. Ja, cool. Ja, hier fahren wir mit 2 Extrusionslinien, heute PLA. Auf der einen Linie fahren wir gerade mit Spulen, auf der anderen mit Refills. Ja. Und genau, ich weiß nicht, ob du so eine Extrusionslinie schon mal gesehen hast. In Persona noch nicht, immer nur online halt, ja. Genau. Das funktioniert ja so, das wird hinten reingefüllt, das Granulat, wird dann über mehrere Zonen quasi erhitzt. Unsere Anlagen hier sind ungefähr 17 Meter lang. Ja. Und man sieht dann hier vorne an so einer kleinen Düse, da kommt dann das Filament raus. Kannst du gerne mal hinschauen. Hier auch davor. Da gleich nochmal, wie heißt es? Wir können auch an der anderen Seite, gleich gucken. Ja, gehen wir einfach in der Mitte durch. Und hier sieht man das ganz gut. Da vorne kommt das dann raus. Aber das wird jetzt 1,75er Material. Genau, das 1,75er. Das kommt da rausgeschossen. Aktuell mit 66 Metern pro Minute. Okay. Wir fahren hier teilweise bis 100 Meter pro Minute, also schon relativ schnell. Deshalb kühlen wir das Filament dann auch mit Wasser. Ja. Einmal mit einem Warmwasserbad und einem Kaltwasserbad. Das wird dann hier durchgezogen. Ja. Wird dann hier quasi einmal mit dem 2-Arc-Laser vermessen. Also von beiden Seiten. Genau. Da sehen wir dann die Toleranzen. Ja. Wird dann hier über so einen Akkumulator geführt. Und wenn gleich die Rolle voll ist, dann fährt er auseinander, damit wir die Anlage nicht anhalten müssen. Ja. Sondern der fährt dann, macht dann halt immer weiter. Wie viel Zeit habt ihr da, wenn das Ding auseinander gefahren ist? Ich glaube so ungefähr 2-2,5 Minuten. Okay. Ja. Das ist doch schon ganz lange dann, ne? Ja, man hat aber nicht so viel Zeit, das geht sehr schnell. Ja, klar. Aber das macht man dann im Prinzip, das Ding fällt auseinander, hat dadurch quasi einen Puffer und dann kann man da quasi die Rolle dann einfach... Genau, wir sehen das gleich, die ist gleich voll. Okay. Ja, 40 Meter fehlen noch. Okay. Und dann, muss man da schon... man hat nur einen Versuch eigentlich. Wenn das dann nicht hinhaut, dann wird es schon sehr stressig. Ja gut, stimmt auch wieder, ja. Ja. Und manchmal sind halt Spulen dabei, die sind dann doch... Sieht man erst, wenn man die draufschieben will, dass die gebrochen sind, die Seiten. Dann muss man sich beeilen, doch mal schnell eine andere Spule zu greifen. Deswegen habt ihr auch mal 2-3 Spulen. Genau. Okay. Genau, jetzt sehen wir hier, fährt er da los. Ja, sehen wir da.
Das ist aber dann schon eine ziemlich wackelige Angelegenheit hier, wenn der da so auseinander fährt, oder? Das sieht so aus, das ist gespannt. Okay. Ja. Und so läuft das neue Material weiter. Ja, cool. Genau, und dann geht's weiter. Und jetzt holt er das gleich wieder auf und dann... Ja. Habe ich noch nie so live gesehen. Das hat mir mein Tante einmal darüber berichtet, dass das so funktioniert, aber ich konnte mir das halt nie wirklich mal angucken. Ja, ist schon eindrucksvoll. Ja. Und ja, auch so die Menge, dass die da immer rauskommen. Das ist immer so, zack, dann ist die nächste Stufe schon wieder fertig. Ja. Das geht dann doch immer relativ schnell. Quasi die vorsortierten Spulen, ja. Die dann so in der Form bereit sind für die Produktion. Ja. Okay. Also alles, was hier steht, ist schon vorsortiert. Die Plusament-Spulen, nutzt ihr die auch? Weil das sind ja auch die Square. Ja, die nehmen wir eigentlich nicht. Die sind für interne Zwecke, Testchargen, neue Materialien. Okay. Dass wir da keine Spulen verwenden, die an Kunden rausgehen. Ja, ja. Und so wissen wir dann auch, okay, das ist ein Testmaterial, das geht auf keinen Fall raus. Und wenn ihr jetzt da so ein Label drauf ist, wie bei der G-Tech oder bei der Ethan da hinten, macht ihr die vorher komplett ab oder wie? Oder nee. Das ist tatsächlich ein bisschen unelegant. Bei denen hier, die werden nämlich nicht so oft bei uns verwendet. Ja. Bei denen hier kommen vier Sticker drauf. Ja. Einmal unser Kreislauf. Ja. Und dann hier das normale Etikett. Okay. Die meisten Spulen, die wir verwenden, das sind hier die zum Beispiel von Extruder. Die sind, glaube ich, von Hefner. Das ist Standardmodell halt. Genau, ist ein Standardmodell. Amazon-Spulen haben wir viel. Die werden zum Teil überklebt. Ja. Wo haben wir das denn? Die Erie-One, habt ihr auf Bamboo? Ah, hier. Genau, das sieht dann so aus, dass da einfach ein Label von uns drauf kommt. Ja, okay. Genau, Bamboo-Lab-Spulen haben wir ganz wenige. Die verwenden wir aber auch alle selber. Ja. Weil da unsere Refills drauf passen. Genau, hier haben wir jetzt den Prozess quasi, wo wir aus den Flakes, was wir unten gesehen haben, Granulat herstellen. Genau. Sprich, das Ganze sieht dann nach diesem Prozessschritt so aus, okay, dass wir eine homogene Farbe haben. Darf ich? Ja, klar. Das heißt also, normalerweise hat man beim recycelten Material immer diese unterschiedlichen Farbteile im Linksrand. Und das kriegt ihr dadurch raus, durch diesen Prozess? Zum Großteil. Okay. Ja, man sieht hier schon so ein bisschen, aber das geht wahrscheinlich beim Schmelzvorgang dann wahrscheinlich runter. Genau. Ja, ja, cool. Und das heißt aber, das produziert ihr komplett in-house. Ihr kriegt jetzt nicht nur irgendwie extern nochmal irgendwie Farbpartikel oder sowas? Nein, die Farbe kommt allein durch das Material, was wir einsammeln. Ja. Wir haben teilweise noch PLA aus Verpackungsabfällen, ja, zum Beispiel aus dem medizinischen Bereich. Ja. Oder auch PETG aus dem medizinischen Bereich, wo dann irgendwelches chirurgisches Besteck drin lag. Und danach ist es halt Müll. Ja. Und das wird dann bei uns auch weiterverarbeitet zu Filament. Ja. Genau. Und wie kriegt ihr das dann hin, dass die Farbe so konstant ist? Ja, da haben wir bestimmte Rezepte, die sind auch geheim. Okay, ja, klar. Die wir dann quasi hier zusammenmischen und so unsere Farben über die prozentualen Anteile immer wieder reproduzieren können. Okay. Genau. Was spielt das bei euch überhaupt eine Rolle? Ist das wirklich sehr gefragt? Andere Farben außer Schwarz und Weiß oder? Ja. Ja? Ja. Wir können gleich nochmal ins Lager gehen, da sieht man das. Genau, und hier haben wir eben das hier. Ja. Kommt rein. Das sieht mir nach jede Menge Pusser Orange aus. Das kann sein. Ja, cool. Weil wir das jetzt angehen mussten. Wir haben jetzt, ja, dadurch, dass wir alles auch auf Refill anbieten wollen, ja, einfach braucht eine doppelt so viel Regalfläche. Ja. Und das war dann jetzt schon ein bisschen schwierig. Und
Genau, ich habe hier... Einmal da steht der Käfer, den ich auf der Form Next gesehen habe. Ach ja, genau. Ihr könnt ja auch gerne einmal mit reinkommen. Ja. Ja, hier ist so unser Marketingbereich, mehr oder weniger. ist auch alles ein bisschen voll. Alles gut. Genau. Ach ja, eine Fotobooth. Genau, hier ist dann unser A1 Mini, der hier immer fleißig am Drucken ist. Das sind unsere ganzen Farben, die wir momentan anbieten. Und genau, da ist sogar eine, die ist auch gerade erst in den Shop gekommen. Also die beiden haben wir jetzt, die sind diese Woche neu. Ui. Das heißt, ihr bringt auch regelmäßig nochmal neue Farben mit raus? Ja, eigentlich kontinuierlich. Okay. Ja. Weil das ist immer so ein Punkt, wenn ich so sehe, ein Hersteller kommt auf den Markt, dann sage ich, ey, bringt doch mal bitte was anderes als nur die Standardfarben, Rot, Grün, Blau, Gelb oder was raus und Schwarz-Weiß. Dann heißt es immer, ja, ist okay, aber dann kommt halt dann, ja, nicht mal sowas bei raus. Also so schöne Pastellfarben, zum Beispiel, findet man echt selten, ne? Ja, wir fragen halt immer auch unsere Community auf Insta oder TikTok und Discord. Ja. Und dadurch wissen wir ja, was wünschen sich die Leute für Farben. Ja. So, und es bringt uns ja nichts, wenn wir irgendwas machen, was man dann... Was richtig, haben, richtig. Ja. Und ich vermute mal, die Farben gehen dann auch entsprechend gut bei euch im Shop, oder? Ja, schon. Das ist cool, ja. Das vermisse ich halt so bei vielen Filamentproduzenten, dass die halt nicht auf die Community wirklich hören halt, ne? Dass da so, aber was ich eigentlich zeigen wollte, ist das hier. Nämlich haben wir so schöne Eimerchen gedruckt. Mit einer Plexiglasplatte, genau. Hatten wir auch auf der Form Next mit. Genau. Ja, und da sind quasi unsere Rezepte nochmal drin. Nicht ganz korrekt, damit man das nicht irgendwie nachmachen kann. Okay. Aber damit man sich das ungefähr vorstellen kann. Das heißt, also ihr habt so ein intensives Gelb und dann mischt ihr nochmal ein bisschen Weiß dazu, dass es halt dann so ein schönes... Genau. Und wenn sich das Gelb jetzt verändern würde, weil das nächste Mal ist es dunkler oder so, können wir das ausgleichen. Okay. Ja. Ja, cool. Und so ist das eigentlich mit allen Farben, die wir anbieten, dass da immer verschiedene Farben drin sind, damit wir die Anteile variieren können. Wie oft könnt ihr jetzt so ein PLA oder auch ein PETG jetzt ist wieder recyceln? Ist das unendlich recycelbar oder gibt es da irgendwo eine Grenze, wo ihr sagt, okay, das ist jetzt, ja, ich sag mal, so kaputt, das Material, das ist kein Problem? Da gibt es vermutlich auch eine Grenze, wenn man das immer wieder das Gleiche recycelt. Aber wir bekommen so viel neuen Müll, der noch nie recycelt wurde, dass es eigentlich zu vernachlässigen ist. Ja. Wir haben das mal in der Bachelor- und in der Masterarbeit untersucht. Okay. Und da haben wir das aber nur bis, ich glaube, 5 oder 10 Mal gemacht. Ja. Und das war schon auch mühsam für die, die das durchgeführt haben, weil die dann immer damit erst wieder Filament herstellen mussten. Dann mussten die damit irgendwas drucken, um halt wirklich diesen ganzen Zyklus zu machen. Und da hatten wir dann eine Abnahme der mechanischen Materialeigenschaften so von 5-8%. Okay. So nach 5-10 Zyklen. Aber das ist ja dann nur im Labor und in Real sieht es immer ganz anders aus. Ich meine, das ist PLA, das ist kein Hochleistungswerkstoff. Da kann man das schon mal verkraften. Ja. Welche Materialien nimmt ihr jetzt an? Also in PLA und PETG? Ja. ABS? Nein. Noch nicht? Noch nicht. Ist aber geplant, hast du gesagt. Ja. Wie sieht es aus mit ASA und sowas? Gibt es da was in der Richtung? Oder es gibt jetzt auch diese, ich sag mal so, mit den ganz neuen Druckern, die jetzt die kompakten Direktextruder oben drauf haben, die drucken dann auch gerne mal TPU und sowas in der Richtung, oder... Ja, ist aktuell nicht in Planung, weil die Nachfrage nach PLA und PETG einfach so hoch ist, dass wir ja von der Kapazität, was die Anlagen hergeben, gar nicht so viel produzieren können. Und dann ist noch eine Frage für mich als Schweizerin, also mit Wohnsitz in der Schweiz sozusagen. Kommt da bald was in die Richtung in die Schweiz oder muss man nochmal über die Grenze fahren und euch die Pakete dann von da aus zuschicken? Da wird was kommen, irgendwann auch mit Versand in die Schweiz. Okay. Momentan ist es aber ein bisschen schwierig mit unserem Shop-System und weil das ist ja alles irgendwie gewachsen. Ne? Wir haben ja ganz klein angefangen, wir hatten nicht viel Geld und haben halt irgendein billiges Shop-System genommen, viel selber gebaut und wir kommen gerade überall so ein bisschen an die Grenzen. Kenn ich, ja. Dass wir das halt immer wieder umbauen müssen und das ist so verwurstelt. Wir hatten schon zweimal, dass unsere Website abgestürzt ist. Das ist dann immer immens viel Stress. Kenn ich. Und wir arbeiten da an Lösungen, dass wir alle Systeme auch zusammenführen und dass dann reibungslos funktioniert. Ja, cool. Aber muss ich sagen, ist echt beeindruckend, wie ihr gewachsen seid. Also, wie lange gibt es jetzt euch? Uns gibt es jetzt im April 3 Jahre. 3 Jahre, okay. Das ist dann schon echt mit so einer großen Fläche, mit so einer Produktion, ist das schon echt beeindruckend. Ja, für uns auch. Habt ihr die Maschinen direkt von Anfang an da gehabt oder habt ihr erstmal mit einer kleinen Maschine angefangen? Oder? Ja, können wir uns gleich mal angucken. Okay. Gehen wir noch einen Raum weiter. Gerne. Genau, hier ist gerade ein bisschen einfach Abstellraum und... Ein Filabot. Okay, das beantwortet die Frage von eben, ja. Genau. Wir haben ursprünglich nochmal mit einem ganz anderen Extruder angefangen. Da liegen hier irgendwo noch die Einzelteile rum.
So einen selbstgebauten, ja, wo es diese Webseite gab, wo man das selbst schreddern kann mit diesem... Ja, das, nicht von Precious Plastic, sondern das war einfach so ein kleiner Mini-Desktop-Extruder. Ah, okay. Das hat überhaupt nicht geklappt. Und ich nehme auch Abstand zu allen Desktop- und Selbstextrusionsmaschinen, weil das funktioniert einfach nicht richtig. Auch die von 3Devo oder so in Richtung, die ja immer groß auf der Form Next zum Beispiel mal vertreten sind mit ihren... Dazu möchte ich nichts sagen. Okay. Die Geräte sind nicht nur bedingt geeignet, um wirklich Filament zu extrudieren. Okay. Man kann das mal machen, um was auszuprobieren, aber wirklich um Filament herzustellen, ist das alles nicht geeignet. Also so eine Masse halt entsprechend. Ne? Genau. Das ist um für eigentlich Labor oder irgendeine neue Rezeptur oder sowas. Ja. Und dafür nutzen wir die Filabots auch. Das ist das Einzige, wofür die hier da sind, weil ich kann sagen, wir haben auf den produziert. Und ich würde es nie wieder machen, weil der Output ist einfach viel zu gering, als dass man das wirtschaftlich irgendwie hinbekommt. Ja, du meinst das Produzieren mit in Masse, Lager vollpacken, dass ihr das verkaufen könnt, das Material. Genau. Ja. Und ich meine, wir haben da auch drauf produziert und die Rollen verkauft. Ja. Aber man konnte gar nicht so viel produzieren, wie nachgefragt wurde. Ja, das kann ich mir vorstellen. Also ich weiß, ein Bekannter von mir, wir hatten ganz am Anfang vor 7, 8 Jahren ungefähr, hatten wir uns mal zusammengetan und mal die Köpfe zusammengesteckt, damit wir halt auch so eine... Er hat eine Filamentmaschine aus Russland importiert und alles drum und dran. Ja. Und am Schluss war das Ergebnis quasi, ja, konntest du in die Tonne kloppen teilweise. Ja, und auch diese Desktop-Extruder, die haben einfach konstruktive Schwächen, wo man merkt, die Entwickler kommen nicht aus der Extrusionstechnik oder aus der Kunststofftechnik, sondern aus dem Maschinenbau oder sowas. Ja. Und haben da nicht die Vorerfahrung, die es braucht, um so eine Maschine zu bauen. Sie funktionieren irgendwie, auch okay, aber ja, nicht so zufriedenstellend auf Dauer. Also sowohl was Durchmesserkonstanz angeht. Ich meine, wir haben ja darauf produziert mit einer Toleranz von 0,07. Das war das Beste, was wir jemals hinbekommen haben. Schon mit technischen Modifikationen von dem Extruder, mit irgendwelchen Anbauteilen, mit, keine Ahnung, wir haben da so viel dran gebaut, dass das irgendwie funktioniert. Und dafür, dass das Ding irgendwie 16.000 Euro kostet. Ja. Aber gut, ich meine mal, im Vergleich zu den großen Maschinen, die ja draußen stehen, ist das schon nochmal, denke ich mal, eine andere Hausnummer, oder? Ja, auf jeden Fall. Ich meine, die haben auch nicht sofort funktioniert, da mussten wir auch Bauteile für entwickeln. Einfach, ja, recyceltes Granulat hat ein paar andere Verarbeitungseigenschaften, dass das halt funktioniert. Ja. Das konnten wir jetzt auf denen schon testen, dass wir da so weit sind, das einfach auf die größeren zu adaptieren. Okay. Genau, aber mit denen haben wir quasi angefangen. Das ist ja immer mit, hier werden immer noch viele Bachelor- und Masterarbeiten gemacht. Okay. Hier hinten hatten wir jetzt gerade eine, die fertig ist, die dann quasi nochmal mit einem kleinen Maßstab, mit dem Filabot. Dahinter steht noch ein selbstgebauter Extruder tatsächlich. Oh ja. Und dann hier kleinen Wasserbädern eine bestimmte Regelstrecke. Das heißt, simuliert. Damit macht er dann auch, wenn du sagst, Bachelorarbeit und sowas in Richtung Materialkunde, also sprich Materialien entwickeln und dann probieren oder wie? Genau, hier haben wir zum einen bekannte Materialien mit neuen Parametern zum Beispiel auszuprobieren, dass das Material schonender verarbeitet wird oder eben neue Materialien testen, sowohl für Industriekunden, die halt große Mengen eines Kunststoffs haben, den sie gerne recycelt haben möchten, den sie auch gerne wieder zurücknehmen möchten. Okay. Als neues Filament. Okay. Da hatten wir zum Beispiel ein Projekt, da kamen Verpackungsblister aus einer Produktion. Da lagen irgendwelche Bauteile drin. Danach war das Müll. Und wir haben dann erstmal hier geguckt, lässt sich das zu Filament verarbeiten? Und wenn ja, kann man da dann auch mit drucken. Und das Ganze war dann erfolgreich. Also haben wir erst hier getestet und dann später drüben in der Produktion richtig Menge gefahren. Okay, cool. Genau, aber hier so, um mir erstmal zu gucken, geht das überhaupt, reicht es völlig aus? Das ist sehr spannend. Da fühle ich mich wohl, da fühle ich mich echt wohl. Ja, es ist mal solche Gespräche führe ich immer mit meinem Geschäftspartner, wo wir den Playclo entwickelt haben. Ja. Der ist nämlich auch sozusagen Physiker und der testet auch alle möglichen Materialien und macht alles mögliche an Studien und hast nicht gesehen. Ja. Oder wir machen hier halt auch Überprüfung der Farbzusammensetzung. Also wenn neue Granulat-Chargen gefahren werden, wird es immer einmal überprüft. Stimmt das Rezept noch überein? Hat sich der Farbton verändert? Müssen wir das Rezept anpassen? Und das passiert dann auch hier. Weil hier können wir das mit kleinen Mengen machen. Das heißt spektrometrische Analyse. Genau, wir haben so einen Farbsensor, der das dann überprüft. Ja, ja, cool. Genau. Und hier können wir das mit kleinen Mengen machen, so bis zu 5 Kilo. Drüben bräuchten wir mindestens 50 Kilo, damit wir das fahren können. Ja.
Das heißt, ihr macht aber auch hier dann die Testrollen und nicht drüben auf den großen Maschinen dann immer? Ja. Okay. Weil das kenne ich auch von einigen Herstellern, dass sie sagen, okay, wir fahren erstmal so eine kleine Testrolle, gucken, ob das alles funktioniert und dann gib ihm. Ja, genau. Aber hier ist es noch nicht so eng, dass wir unbedingt die Qualitätsansprüche haben, die wir sonst bei Produkten haben, die an die Kunden gehen. Mhm. Weil da muss wirklich alles top sein. Und hier, das ist halt für uns zum Testen, zum Ausprobieren, ja, um irgendwas nochmal zu überprüfen. Hier sehen wir dann auch gleich ein paar unserer Drucker. Oh ja. Hier sehen wir nochmal ganz schön, habe ich das mal auch schon mal gedruckt, wie sich die Farbe über eine Rolle quasi verhält. Okay. Und man sieht da noch leichte Schwankungen, aber das ist wirklich minimal. Ja. Das ist jetzt eine halbe Rolle, ungefähr 500 Gramm. Mhm. Und genau. Ja, also man sieht schon einen Farbunterschied drin, wobei ich aber auch sage, okay, das kann ein ganz cooler Effekt sein, wenn man große Objekte druckt hat, ne? Dass es halt nicht eben einfarbig ist. Ne? Ja, aber ich sag mal so, das wissen die Leute, denke ich mal auch. Also wenn sich da einer beschwert, halt entsprechend, das ist halt recyceltes Material, dann hat er das falsche Material gekauft, sag ich mal so. Ja, also vor allem also bei kleineren Objekten, das fällt überhaupt nicht auf. Oder wenn man halt nicht jetzt gerade einen Zylinder druckt, dann sieht man das halt auch nicht. Ja. So alleine durch die Schattierung bei vielen Sachen, ja, hast du eigentlich so eine große, lange Fläche? Wo hast du das mal? Meistens eh nicht, ja. Genau. Da sieht man dann auch nicht immer die ganzen VFAs und sowas drin oder die ganzen kleinen Artefakte, die beim Z-Bobble entstehen. Da spielt das meistens gar keine Rolle. Wenn man da so, sag ich mal, sowas da sieht. Ja, genau. Wenn da nochmal eine Struktur drin ist, dann kriegt man das meiste schon mal gar nicht mehr mit, ja. Genau, da alleine dann durch die Schattierung oder so. Mhm. Genau, ja. Ansonsten, wir haben hier noch ein Ultimaker, weil wir auch das 285er Material fahren. Mhm. Also das habt ihr auch im Angebot dann? Genau, das haben wir auch im Angebot. Da aber nicht so viel, weil die Nachfrage ist nicht groß. Ja. Also die sind kaum noch im Einsatz. Genau, ansonsten haben wir hier verschiedene Drucker, die entweder damit beschäftigt sind, Vergleichsdrucke zu machen oder zu gucken, ob das Druckbild der neuesten Chargen in Ordnung ist. Ja. Die drucken dann halt die ganze Zeit das Gleiche. Ist das für euch ein großer Unterschied, wenn ihr 285er Material produziert und 175er, oder ist das einfach nur andere Düse drauf und gibt? Oder andere Einstellungen von der Geschwindigkeit? Genau, es sind ein paar andere Einstellungen. Es ist halt immer Rüstzeit, ne? Also wir müssen halt das Werkzeug vorne austauschen, Einstellungen ändern. Und das machen wir, ich glaube, einmal alle paar Monate. Und dann fahren wir einmal alle Farben durch und dann wird wieder auf 175 umgerüstet. So sieht es bei mir auch aus im Studio. Ja, hier sind auch noch drei Drucker, die müssen noch umgebaut werden, repariert. Ist die auch von euch? Die ist auch von uns. Das ist so, wenn es von einer Farbe auf die andere wechselt. Ach so, bietet ihr das auch an? Das bieten wir auch an. Kann man im Shop kaufen unter Speziale Rainbow, deswegen ist hier immer dieser Aufkleber mit drauf. Okay. Aber das ist natürlich auch für einige interessant, die sagen, okay, es gibt ja einige Leute, die speziell danach suchen, weil sie eine Vase drucken wollen oder so in Richtung. Dafür ist es natürlich mega cool. Ja. Ja, cool. Sind sehr selten. Mhm. Die habe ich mir hier mal gesichert, weil ich die auf unsere Multispool drauf setzen wollte. Ja, die muss ich auch nochmal drucken. Genau, also quasi da kann man dann die drauf machen und dann... Ja, cool. Ja. Ihr habt jetzt angefangen, wie lange mit den Refills? Seit wann sind die bei euch im Shop? Seit 1. Februar. Okay, also noch nicht so lange. Nee. Aber habt ihr schon gemerkt, dass die Nachfrage nach den Dingern so groß größer ist als bei normalen Spulen, oder? Aktuell ist sie, glaube ich, gleich hoch. Mhm. Aber ich glaube, das wird mehr. Also vor allem, es war halt die am größten nachgefragte Produktvariante. Ja. Jetzt auch über die letzten zwei Jahre, seitdem wir das eigentlich machen. Ob wir das planen, ob wir, wie auch immer. Und dann irgendwann, ja, wann kommen endlich die Refills? Und wir haben da auch echt lange dran entwickelt, weil wir wollten, dass das perfekt wird, dass das auch passt, dass das funktioniert, dass wir da keine Probleme haben, dass wir auch eine Spule anbieten, die unseren Ansprüchen gerecht wird, weil das geht irgendwie jedem auf den Sack, das immer ewig zuzuschrauben, das will keiner machen. Das ist echt eine coole Idee, vor allen Dingen, dass es so klack einrastet. Und genau, das gibt es ja auch bei der Bambulab-Spule, da ist das ja so ähnlich. Und wir haben aber, genau, manche davon sind irgendwie... Komisch. Wir haben aber gleichzeitig hier noch eine Angabe, wie viel Material ungefähr noch drauf ist. Oh ja, cool. Weil immer, man weiß es ja nicht. Und gleichzeitig braucht man nur um die 150 Gramm, glaube ich, um die zu drucken. Okay, ja, das ist cool. Das war das, was ich gemerkt habe bei einigen anderen Spulen, dass man da so, keine Ahnung, 200-300 Gramm, dann ist fast eine halbe Rolle weg. Ja. Das macht natürlich auch keinen Spaß. Das ist schon ganz schön viel. Ja.
Genau, die Refills sind sehr beliebt. Also man merkt schon, dass viele dann nur eine Rolle auf Spule kaufen und den Rest auf Refills, damit die sich dann halt eine Spule drucken können. Ja, ja, klar. Wenn ihr jetzt so, wie das Paket, was ich unten mitgebracht habe, wenn ihr das reinkriegt, wie funktioniert das jetzt mit dem Eintauschen? Was kriegt man da, wie heißt das, Punkte? Ja. Kriegt man bei euch gut geschrieben? Wie viel kriegt man da pro Spule und wie viel kann man sich am Schluss von diesen Punkten kaufen? Das ist immer eine Frage, die weiß ich nicht auswendig. Okay. Ich weiß nur, dass eine Spule, glaube ich, 20 Punkte bringt. Mhm. Und eine Leerspule. Eine Leerspule und das sind, ich glaube, 40 Cent. Okay. Die man dann als Rabatt bekommt. Mhm. Und das kann man dann einfach im Shop, im Warenkorb auswählen, wie viele Punkte möchte man einlösen. Mhm. Wählt man die Anzahl der Punkte aus und dann bekommt man das dann eben direkt abgezogen. Was das Material dann am Schluss richtig günstig macht, muss ich sagen. Ja. Genau. Insbesondere, wenn man halt diese Bundles bei uns kauft. Ja. Also die Einzelrollen, die sind halt ein bisschen teurer. Aber wenn man dann die Bundles kauft und den Rabatt noch mitnimmt, dann ist man schon bei einem guten Preis. Ich glaube, 16 Euro oder so kann man da sogar dann erreichen. Ja, ich habe gesehen, die Refills halt pro Kilo, das waren irgendwas knapp 15 Euro. Ja. Sowas in der Richtung. Und das ist natürlich schon eine Kampfansage, wenn man sich überlegt, dass eine Rolle Elegoo jetzt irgendwas um die 10, 12 Euro kostet, ja, und das ist halt made in Germany mit einem recycelten Material. Genau. Ist besser für die Umwelt. Und man kann auch noch mal ein bisschen das Ganze noch mal vom Preis her nach unten drücken, wenn man halt Material einsendet. Ist halt schon echt genial von der Idee her. Ja. Und es muss nicht um die halbe Welt geschippt werden, das ist auch cool, ja. Sehr gut. Genau, hier drucken wir gerade irgendwelche Vergleichsdrucke hier für die neuen Farben, die jetzt gerade rausgekommen sind. Das heißt, das sieht man auf der nächsten Messe dann? Das sieht man, glaube ich, jetzt auch auf Social Media die nächsten Tage. Okay. Das heißt, ihr habt einen Instagram-Account? Ja, Instagram, TikTok, YouTube? YouTube. Wir sind eigentlich, ich glaube, fast überall unterwegs. Mhm. Ja, machen auch viel auf Discord halt. Okay, ja cool. Bei euch im Discord bin ich schon drauf, ja. Gut. Da werden auch immer alle hingelotst, die irgendwie Probleme mit ihren Druckern haben, weil wir können halt nicht Support leisten für so viele verschiedene Drucker mittlerweile. Das will. Da ist die Community auch sehr glücklich und die Leute sind immer richtig happy, wenn die da die Hilfe kriegen, die sie brauchen. War jetzt gestern wieder der Fall, da hatte irgendwer ein Problem mit seinem Bambulab-Drucker und dann war das total easy. Ja. Das ist bei uns ähnlich halt entsprechend. Unter den Kommentaren gibt es dann auch immer, ey, kannst du mir helfen, das und das? Geh doch mal auf unser Discord, stell da eine Frage, mach einen Thread auf und dann gibt es oft genug Leute, die einem helfen können. Ja. Genau, weil wir haben zwar auch so ein FAQ auf der Seite, aber das liest sich kaum jemand durch. Ja. Und dann, wer seine Fragen stellen will, der stellt seine Fragen. Genau. Ja, wir können auch ein Stück weitergehen. Gerne. Weil wir sind noch nicht am Ende. Noch nicht am Ende, okay. Nee. Ihr habt hier echt Platz ohne Ende. Ja, braucht man auch so ein bisschen. Hier links ist dann noch das Büro von uns drei Gründern. Also da sitzt Jonas, Jörn und ich. Da ist immer nicht so ordentlich. Dann haben wir hier noch so eine kleine Werkstatt, wo wir quasi Ersatzteile fertigen können, um Reparaturen alles selber durchzuführen. Ja, cool. Weil das war auch so ein Anspruch von uns, dass wenn wir Maschinen haben in einer gewissen Größenordnung, wir auch die Reparaturen selber durchführen können. Ja, mit der Zeit, wenn du also im DIY-Bereich unterwegs bist, kommst du nicht drum herum. Ja. Ja, und da ist gerade noch eine Metallwerkstatt, die bauen wir noch auf. Haben wir noch einen Schweißtisch und ein Schweißgerät, dass wir auch Metallarbeiten selber machen können. Okay, cool. Genau, um eben so lange Lieferketten oder Ausfallzeiten eben vorzubeugen. Ja. Gerade als Startup ist Ausfallzeit immer eine unerwünscht. Ja, das auf jeden Fall. Wenn man sich überlegt, was in den letzten Jahren halt an Unterbrechungen stattgefunden haben teilweise, wo man, ich rede jetzt von den Raspberry Pis zum Beispiel mal, wenn man da monatelang drauf gewartet oder wie ich jetzt über ein Jahr, das kann man natürlich vermeiden, ne? Klar, oder wenn halt irgendwie aus Fernost irgendwelche Ersatzteile kommen müssten oder geht ja alles, ne? Dass Seewege blockiert sind, wie der Suezkanal, kann ja irgendwas passieren, ne? Dass Flugzeuge nicht fliegen. Ja. Allein schon, wenn du regulär auf AliExpress was bestellst, dauert es ja irgendwas um die, keine Ahnung, 2, 3, 4 Wochen, bis was da ist. Genau, und das ist ja für uns halt auch fatal. Ja. Wir müssen noch runtergehen und müssen noch mal wiegen. Ja, wir müssen noch wiegen. Wie viel Material denn reingekommen ist. Haben wir mal das aufgeladen. Dann gehen wir noch mal runter, gucken, weil ich habe ja Material mitgebracht und wir haben so überlegt, wie viel sind es jetzt wirklich? Ob es jetzt 4 Kilo sind oder 6 Kilo, hast du gesagt, ne? Ich glaube 6 bis 7. Okay, dann gehen wir mal runter, gucken, was das Ding denn noch entsprechend auf die Waage bringt. Ja. Und dann können wir das Ganze mal wiegen.
recht schwer und spitz. Dann gucken wir mal, was dabei rauskommt. Jetzt bin ich gespannt. Und es sind 7,66 Kilo. Okay. Ganz schön viel Müll. Nehme ich. So, und dann habe ich einmal hier so ein iPad für dich. Für mich? Oh, danke, das wäre noch nicht nötig. Ja. Da kannst du dazu deine Daten eintragen. Ach so, okay. Das ist extra so ein Formular, das haben wir gebaut für Leute, die vor Ort hier Material abgeben. Weil wir auch anbieten, man kann es auch herbringen, man kann auch Filament hier im Werksverkauf kaufen. Mhm. Und das wäre meine nächste Frage gewesen. Bietet ihr einen Werksverkauf an, wenn man hier in der Nähe wohnt? Genau. Okay, man kommt vorbei. Das bieten wir auch an. Und du füllst das einfach einmal aus. Okay. Und dann werden die Punkte mal gut geschrieben. Das fülle ich jetzt aus. Ihr kriegt das jetzt nicht mit, weil sonst wisst ihr, wo ich wohne. Deswegen guckt mal kurz weg. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen lieben Dank für die Tour. Und ja, sehr gerne. Euch sehe ich heute Abend vielleicht sogar zum Teil auf dem Stammtisch. Und in diesem Sinne, hodl so rein, happy branding und ciao.